Ja, was bietet uns denn an? Piling können wir uns für neuen Upgrades hier, für neuen Ressourcen holen. Hol ich mir normalerweise nie. Aber für neuen ist das fast geschenkt. Machen wir mal. Jetzt haben wir hier nämlich hier das Pilotenteil ein bisschen verbessert. Jetzt lasst mich raten. Jetzt komme ich da hin und dann so, hey, für 150 hättest du das mega super alles Zerstörungsknarre gekriegt. Ja, hätte ich. Ah, nicht ganz, nicht ganz. Erstmal gucken wir, was die hier alles sonst noch anbieten. Drohnenkontrolle, aber Reparaturdrohne. Auch wenn ich es nie zugeben will, aber das Ding ist recht gut. Vor allem, weil es in Räumen reparieren kann, wo ja kein Sauerstoff ist. Und dann Verbindung noch mit hier so einer Intruder-Drohne, die ich auf andere Schiffe schmeißen kann. Oder eine Beam-Drohne vielleicht. Aber da fehlt mir wieder das eine, ne? Dieses eine Bauteil, womit ich die Drohnen auch nicht verbrauche, solange sie nicht zerstört sind und so. Schwierig, schwierig. Oder der Hull-Laser 2. Für 3 Energie schießt das Ding dreimal und macht doppelten Schaden. Das Ding ist eigentlich super für 3. Das Ding kann theoretisch 6 Schaden produzieren. Und kann auch Feuer und Breachen und alles Mögliche. Oder ich könnte eine fiese Flak mitnehmen, aber es ist eine billige Flak nur ist. Ich kann auch beide mitnehmen. Oder kann ich überhaupt beide mitnehmen? Oder waren das jetzt die 100. Nee, es ist zusammen nur 140. Das könnte ich sogar machen, wenn ich unbedingt wollte. Jedoch habe ich hier schon den Burst Laser MK2. Der schießt schon dreimal. Der einzige Unterschied zu dem hier ist, dass der einen Power mehr braucht und dann aber viel mehr Schaden macht, wenn es mal sein muss. Apropos. Weil ich auch mal gerne gucken will. Nicht hier. Oder doch hier? Ja. Hat der eine Chance von irgendwas? Ja, der kann eine geringe Chance hat er, um Feuer zu starten. Der andere macht wenigstens sogar noch Löcher mit rein. Also hätte das Ding bräuchte man nicht. Die andere Person. Geschichte hier. Nö. Cell. Weg damit. Raketen. Ach, für ein paar Events brauchen wir schon Raketen. Habe ich festgestellt. Leer tun wir die mal nicht gleich loswerden, weil 19 Punkte ist jetzt nicht die Welt. Aber ich möchte schon eine andere Bewaffnung haben, eigentlich. Alle 10 Sekunden 3 Schüsse abfeuern. Hört sich verdammt gut an, eigentlich. Alle 15 Sekunden 3 abfeuern. Ist. Ja, gut, das, was das Ding Special hat, ist natürlich. Das macht's halt, ne? Oh, wir kommen beide. Nein, was tust du? Ja, wir spielen zwar auf Nummer sicher, das heißt mal nicht, dass wir uns das Schiff mit voller Waffen knallen sowieso. Also das muss ja doch schon sein. So, wir werden auf jeden Fall noch was holen. Nämlich mit dem Chip-Upgrade. Nein, Upgrade, Chip. Upgrade. Ne, ist gut schon wieder Equipment. Warte mal, ich bin Blödsinn. Ne, die Waffen können wir uns nicht holen. Wir können es aber schon mal. Shots höher machen? Nee. Nee, komm, die 20 Punkte sparen wir jetzt erstmal. Wir haben jetzt die Flagge mal am Start, weil die alle 10 Sekunden schießt, weil der hier schießt. Gut, dass ich jetzt jedes Mal vergesse. So, alle 12 Sekunden würde der schießen. Ja, aber alle 10 Sekunden ist mir lieber, ehrlich gesagt. Und im Notfall benutze ich jetzt das Ding noch mit. Und sobald ich das Ding kein Schild mehr habe oder irgendwie richtig kaputt geschossen habe, nehme ich den Hull-Laser, damit ich jetzt sofort schnell beenden kann den Kampf. Ja, das ist vielleicht eine Idee. Das ist vielleicht eine sogar gute Idee. Wir werden sehen, wie es klappt. Attack the Pirates! Natürlich. Oh. Dahin bitte. Und du, sofort auf Waffensystem. Weil ich will nicht, dass Raketen auf mich schießen. Das sah nicht unbedingt verkehrt aus. Also ausweichen tue ich immer nicht mehr so viel. Jetzt wollen sie mich bestechen. Nöp. Au. Haben wir Feuer an Bord? Nein, noch nicht. Gut. Da haben sie resistet. Ich kriege schon wieder viel zu Schaden für den Unsinn, den ich hier mache. Ja, wir schießen auch relativ gleich schnell. Ah. So, bevor ich jetzt weiterfliege, ist hier ein Loch drin oder irgendwas anderes? Nein. Ist hier was passiert? Nein. Gucken wir uns jetzt überall kurz um, weil ich habe ja kein
diese beschissene Nebel habe ich absolut... Oh! Habe ich das doch was gesehen hier. Hier, gehelft ihr mal schnell. Und wir machen schnell die Türen überall auf. Ein bisschen Sauerstoff hier einströmen lassen schnell. Also Löcher können nämlich danach ganz, 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 ganz schlimme Konsequenzen haben, wenn man da nicht aufpasst. Gerade in dem Nebel, wo ich ja nicht erkennen kann, was hier passiert außenrum, sollte man immer mal die Augen offen halten. So, Tür zu. Okay, weiter. Mhm. Wieder Raketen. Direkt Waffensysteme, bitte. Oh, ja, wir schießen auf das da, weil dann weicht womöglich der echt schlecht aus. Ups, da waren zwei Schaden. Das ist der Stunner. Der ist jetzt für ihn natürlich blöd, das alles, aber da muss er durch. Schalten. No Missiles. Oh, wir haben keine Raketen mehr. Oh, das ist nicht gut. Okay, wir schießen jetzt aufs Waffensystem, damit das weg ist. Solange wir nämlich deren Waffensystem immer so ein bisschen andatschen, sind die wenigstens nicht in der Lage, uns kaputt zu schießen, weil der Stunner ist zwar sehr unangenehm, aber eigentlich nur für den, der sich um die Schilder kümmern muss. Weil er wird eben gestunt, jedes Mal, wenn ein Schild getroffen wird. So, noch die Waffen haben sie nicht mehr. Okay. Dadurch, dass wir natürlich verschwenderisch mit den Raketen umgegangen sind. Und hier die Jungs alle mir keine Raketen als Überlebens-Token quasi in die Gegend schmeißen wollen. Na, warum auch? Werde ich mir das alles raufkaufen und Energie holen. Weil dann machen wir es nämlich Plan B wieder und dann machen wir nicht Burst Laser und die Flak. Mhm. Ja. Ja, ja. Das ist eine Idee. Ja gut, wir haben auch keine Alternative. Ich meine, wir können schlecht mit einer Waffe hier nur kämpfen. Wir greifen die Piraten wieder an. Oh, halt, stopp, 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 stopp. Wer ist das? Achso, ne, wir haben nur einen übernommen. Ne? Okay, das geht noch. Das geht noch, das läuft noch. Wir schießen hier oben drauf direkt und das... Wir schießen... direkt deren Mind-Control-Teil kaputt. Ja, ist eine Idee. Oh, wie ein einziger Laser so viel Terror produzieren kann. Hier, machen wir erstmal alles auf. Du heilst dich einfach mal schnell, weil wir laufen nämlich weg. Nein. So. Wir machen die Türchen wieder zu überall. Wir nähern uns langsam, aber bestimmt diesen Raum. Ist da schon wieder Sauerstoff drin? Gut. Dann probieren wir. Ach, weißt du was, hilft dir mal besser. Weil wir kommen ja auch nicht weg hier. So. Und. Ah, wunderbar. Dann können wir abhauen. Okay, jetzt müssen wir also Raketen drauf verzichten. Das ist unangenehm. Wir greifen jetzt wirklich jeden Piraten an, der uns über die Füße läuft. Du schießt Schilde kaputt. Du das Waffensystem. Schilde sind eingeknackst, aber nicht zerstört. Tun wir mal gerade das ein bisschen austauschen. Du schießt da wieder drauf, du hier drauf. Ja, die wollten mich schon wieder abhauen, wie ich es mir gedacht fast habe. So, jetzt das Schild ziemlich hinüber. Du Flak, bitte schießt der noch weiter drauf, ist egal. Kadumm! Oh, und dann haben wir den abgeschossen. Oh, und wir kriegen ein bisschen Ressourcen wieder. Mhm. Fliege ich gleich da hoch? Nein, nein, wir fliegen nach hier noch. Und dann gehen wir hoch und hauen ab. Oh nein, ein Plasmasturm. Ach, warum? Prepare to fight. Na, gegen eine Drohne. Oh, das wird doof. Das wird richtig doof. So, wir hoffen, dass wir damit irgendwas reißen können. Oh, und das war noch eine Beam-Drohne, die uns richtig, richtig den Arsch aufreißt, wie es aussieht.
Wir tun erstmal ein Schild wieder anschmeißen, weil sonst sterben wir nämlich gleich, wenn es so weitergeht.